Hallo und willkommen bei unserem neuen Dampfgarer-Video. Mein Name ist Aaron und heute zeige ich euch, wie man richtig Reis im Dampfgarer zubereitet. Was brauchen wir dafür? Natürlich unseren Reis, in dem Fall Basmati, ein Teil Wasser und eine ungelochte Dampfgarerschale. Getreide zum Beispiel oder Reis kann man nicht ohne Wasser im Dampfgarer zubereiten, da braucht man immer Wasser dazu. Man kann nicht nur Reis im Dampfgarer zubereiten, man kann genauso zum Beispiel Linsen, Quinoa oder Polenta zubereiten. Da ist genau dasselbe, wieder ein Teil Wasser, ein Teil Getreide, Reis, Maiskris, was auch immer. Machen wir mal hier rein. Dann Wasser drauf. 100 Grad Dampf, 15 Minuten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann entweder dieselbe Zeit wie im Topf oder was auf der Packung steht, ja, also wirklich genau dieselbe Zeit. Das Salz. Lass gut stehen. Was sind jetzt die Vorteile vom Reis im Dampfgarer zu garen? Also erst einmal, es kann euch nichts anbrennen. Zweitens, müsst ihr überhaupt nicht umrühren, gar nichts machen. Dann habt ihr immer eine Herdplatte frei und er wird euch dann nicht so klebrig, das passiert ja oft, sondern wird dann so leicht luftig und körnig. Ja. Mache ich den in meinem Dampfgarer. Ich habe den in dem Fall schon vorgeheizt und habe schon einen für euch vorbereitet. Das schaut uns so aus, ja. Da war 15 Minuten im Dampfgarer. Den merkt man schon, das ist wirklich ganz locker, ja. Da klebt nichts zusammen. Dann natürlich will ich jetzt den Reis nicht in dem Aluminiumgeschirr servieren, sondern eher in einer schönen Schale zum Beispiel. Wenn ihr jetzt einen Vollkornreis macht, dann am besten eher danach salzen, also eigentlich dasselbe wie wenn man es im Topf kocht, weil durch das Salz wird er euch nicht weich, daher lieber erst danach, beim Reis kann man immer schon vorher. So, die machen wir hier rein, dann noch ein paar frische Kräuter drauf. Und fertig ist der Basmati-Reis. 100 Grad Dampf, 15 Minuten im Miele Dampfgarer. Und ihr seht, ihr habt einen super lockeren, gedämpften, in dem Fall Basmati-Reis. Geht natürlich auch mit einem Langkornreis, mit einem Rundkornreis, was ihr wollt, auf was ihr Lust und Laune habt. So einfach geht's.